Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt. Und ja, Laura, der geht's leider nicht so gut. Sie hat jetzt vorzeitig, ist sie schon weggegangen, weil sie hat Kopfschmerzen und sowas. Und um 13:45, also in 10 Minuten, ist eh... Ach, ich fahre jetzt schon hin. Kann ich ein bisschen was mit dem Friedrichsen und so quatschen. So. Ole, kommst du auch gleich? Ja, ich hab's gerade gelesen, ich komm. Jo. Hallo zusammen. Witzel, grüß dich. Friedrichsen, alle Hupe, was geht bei dir? Ja, wir haben uns mal wieder was ausgedacht für euch, für uns alle. Bin gleich wieder da? Hat was mit deiner Frau zu tun. Was? Entschuldigung. Ich musste die Luft aus dem leeren Dieseltank rausmachen. Wieso ist denn dein Dieseltank leer, Fritze? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, da ist ein Loch drin. Oh, das ist nicht so gut. Na, hier, das hat mit deiner Frau zu tun, deswegen, weil deine Frau uns die Pferde gesponsert hat. Okay. Boris Black Monster? Ich glaube, das sind Pferde aus dem Nachbardorf. Da dürfte Black Monster nicht dabei sein. Hallo. Ich kaufe. Ja, Frau Ehrlich, Sie sind ja so außer Atem. Oh, ey. Ja, da und dürfen Sie mal. Ein Pferd steht auf mir! Oh mein Gott, Fritzel! Schnell weg da drauf! Hätte man jetzt fast noch einen Notarzt gebraucht. Also, Herr Mulder, ich musste von unten, von unserem Hof, einmal komplett. Wer ist das denn? Wer sind Sie denn? Ja, schönen guten Tag, Mulder, mein Name. Guten Tag. Scully, mein Name. Moin. Hallo, wer ist denn hier los? Also, da habe ich aber was anderes aber gehört, ne, Herr Fritzel? Ah, Sie kennen mich schon, ja? Ja, ich war doch hier gewesen, wo es um den Nörlinghof doch ging. Ach so. Kennen wir uns? Da muss man ganz kurz mal gesehen. Ja, da habe ich mich mit Herrn, da hab ich mich mit Herrn Becker zusammen mal das Bayerbräu mal probiert. Das war lecker. Aha, okay. Was habt ihr denn hier gemacht? Habt ihr Bella, geht's dir wieder gut? Geklaut, alle hier, oder was? Ja, mir geht's soweit gut, aber wie gesagt, ich durfte gerade von unten hochlaufen einfach, weil der Landhandel einfach unsere Fahrzeuge nicht angemeldet hat bei der Stadt. Und ich habe einen Stinkesauer, was das angeht. Lass mal beim Landhandel. Ist ja nicht so, dass wir Ihnen das erzählt haben. Ja, und das geht mir sowas. Na, Rosa. Oh, ehrlich, ganz durchatmen. Ruhig, ne? Nee, das geht gar nicht. Also da muss ich echt sagen, unter Gürtellinie. Ja, das wäre ihm beim Adler nicht passiert. 100 pro. Pech jetzt, es ist eh passiert. Was machen wir denn hier jetzt? Tun wir jetzt Pferde zu reiten oder was? Ja, wir warten jetzt erstmal, bis die anderen alle da sind. Aber haben die Pokémon-Pflaster, haben die geholfen? Ja, ich glaube, da war auch ein Diddle-Pflaster dabei, ne? Ja, Diddle-Pflaster war auch dabei. Jetzt erzähl mal von deinem Date, Mensch. Welches Date? Ja, wo ich dich runtergefahren habe, zu den Ehrlich-Schwestern. Ach so! Ja, ich habe mich ja verkleidet als Molivia, aber er ist so nicht so drauf angesprungen. Was hast du gemacht? Ich habe mich verkleidet als Frau und habe dann den Harry angebaggert. Ich wollte ihn heiraten. Ich will ihn eigentlich heiraten, damit ich die... dann gehört ja alles, was ihm gehört, gehört dann ja mir. Und dann will ich mir den Landhandel unter die Finger krallen. Und dann verkaufe ich den an die Stadt. Richtig. Das ist eine Politik. Nicht angesprungen drauf. Scheiße. Ja, noch nicht. Aber ich bin noch dran. Wo ist denn ihre Schwester? Was? Wo ist denn ihre Schwester, die Frau Eilig? Keine Ahnung, die sind, glaube ich, unterwegs. Keine Ahnung. Ihr habt bestimmt wieder ein Paket verloren.
Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Die gucken überall rum. Wer guckt wo rum? Meine Schwestern. Ah, okay. Also ich bin die mal unschuldig. Ich glaube, wir machen mal eben hier einen Cut, weil die alle rausgeflogen sind. Ja, das meinte ich mit Paket verloren. Du hattest gerade auch übelste Lecks, Alter. Ich hatte auch übelste Lecks. Aber das liegt an G-Portal, weil der TS auch gespackt hat. Okay, weiter. Wo waren wir? Bei deiner Frauengeschichte. Nee, mit deiner Mütze, du wolltest ihm auf den Kopf kotzen. Ja, hast du nur Pause gemacht und machst jetzt weiter oder willst du komplett neu anfangen? Nee, ich habe eine Pause gemacht und mach weiter. Okay, na passt. Ja. Du wolltest ihm auf die Mütze kotzen hier. Ja, irgendwas war da, ne? Mit der Fan-Mütze, ja. Du wolltest ihm drauf kotzen. Auf den Schirm. Okay, soll ich niemand irgendwo irgendjemanden drauf, weil sonst kotze ich sie an, aber nicht mit meiner Kotze, sondern mit meiner Waffel. Oh. Also, da fließt ja mal wieder gute Laune, Herr Bayer. Ich hab immer gute Laune, Herr Blum. Herr Bayer? Also. War ehrlich? Wir müssen uns später mal unterhalten, wegen dem Artikel. Was für ein Artikel? Das sage ich Ihnen dann später. Das ist deine Annonce für die Frauen und so. Ach ja, Herr Bayer. Die ist so groß, die passt dann auf die Titelseite. Ja, Herr Bayer. Guten Tag. Ne? Hallo. So. Helmut Bubu. Ah, die Diskussion ist jetzt beendet. Du hast recht, ich habe jetzt meine Ruhe. Ja? Fertig, aus jetzt. Mit wem zur Hölle reden Sie da schon wieder, Herr Free? Also die Leute hier drehen alle durch. Ja. Ach, der erste von Landhalle ist schon mal da. Sogar vor der Zeit. Ein Wunder ist geschehen. Ja, Moment. Ich habe doch gerade in mein Ding gesagt, ich weiß nicht, wer im Real Life besser ist. Warum kann das jetzt nicht aufhören? Ich habe doch gesagt, ich kenne es nur aus dem Spiel und da finde ich den Deutz optisch besser. Im Real Life habe ich keine Ahnung, welcher Traktor besser ist. Warum wird jetzt auf dieses Thema rumgehackt? Ich habe es doch gesagt. Da vorne. Aber Rolf. Nee, nicht jetzt Rolf, sondern Herr Bayer. Sie waren jetzt bitte davor, Herr Hafer, ja? Aber Rolf. Harry, du fährst jetzt dein Fahrzeug da vorne, weil hier darfst du nicht stehen. Nur Einsatzfahrzeuge oder Angehörige der Gemeinde. Sie sind keines von beiden. Also ab davor. Neben den Glas. Aber nur einmal. Harry. Nur ganz kurz. Keine Diskussion. Die Kündchen? Nein. Außerdem ist die Karre ja nicht gewaschen. Los jetzt. Fahren Sie halt einfach mal rüber. Sonst gibt's einen Platten. Harry. Ja? Der ist gleich links neben Baustoffcontainer dahinter. Steht sogar ein Kärcher und kannst du gleich waschen. Oh, wie ist der? Peter? Los jetzt. Peter? Ja? Darf ich meine Sekunde dort stehen? Weißt Nein. Ich glaube, ich hole mir einen Kaffee. Na gut. Das ist gut. Noch dauern. Bringst du mir einen mit? Wer will noch alles, dann bring ich die ganze Kasse mit Tanne mit runter. Der Hafer hier hin. Alter, wo willst du denn hin? Vorsicht, da stehen Tiere, gell? Und nicht hupen, weil die Pferde sind schreckhaft. Null Rücksicht. Boah. Und ich habe beim letzten Mal von Bayern eine Strafe gekriegt, weil ich sowas hier abgezogen habe. Einmal Kaffee. Hab. Man merkt sofort, danke. Emily man auch merkt sofort, dass der Landhandel nichts mit Tieren zu tun hat. Das aber merkt man sofort. Ja. Der Unterschied zwischen dir und Harry ist, du wärst rückwärts weitergefahren. Der Harry hat sich auf eine Diskussion eingelassen. ja, okay. Guter, ja, bist du ein Guter? Ja, weißt du. Ja, ein Feiner, hä? Bist ein Guter. Ja, macht der da? Warum muss man eigentlich zu so einer Veranstaltung immer mit den fettesten Traktoren hier ankommen? Warum muss man überhaupt? Warum hat hier keine Autos? Was ist denn hier eigentlich los? Ja, unser Auto ist kaputt. Ja, das interessiert doch mich nicht, dann kaufen Sie sich ein neues. Ich weiß nicht, wo meins ist. Ach, der Raimund ist ja auch da, Mensch. Rissl, hast du mein Auto irgendwo gesehen? Nö. Aber Herr Bayer, Sie wissen, dass das ein Stadtfahrzeug war. Weiß selber nicht, wo meins ist. Scheiße, ey. Ja, ich bin nicht die Stadt, da müssen Sie mit Herrn Friedrichsen sprechen. Herr Friedrichsen? Hä? Wegen dem Unfall, ne? Das war ein Stadtfahrzeug. Tausende rum. Ja, moin. Herr Ringele? Oh, was haben wir denn hier? Hallo. Herr Ringele? Was Herr Hafer, wo ist denn Ihr Chef? Geht's Ihnen gut? Lassen Sie mal einen Kopf langen. Warum fahren Sie Fendt? Ihr Chef hat das in die Hand gedrückt. Harry! Wann haben Sie einen Chef? Was denn? Arbeitgeber. Bist du bescheuert? Seit wann haben Sie einen Arbeitgeber? Ich hab ja schon. Ich handlungsunfähig bin. Ich hab ja schon einiges gemacht, aber das! Handlungsunfähig? Was ist das jetzt hier? Weil ich kein Geld mehr hab. Hä? Wieso das denn? Ich hab doch nur den Fleck gemacht. Mit 10 Millionen. Ja, alles gut. Ich sag schon nix. Unfassbar. Auf die Minute. Hey, Bella. Geil! Das ist ja cool. Hey,
Hallo? Also Harry, was ist denn heute los mit dir? Jetzt mal bitte versammeln und Ruhe im Kindergarten. Die Krabbelgruppe möchte zusammentreten. Mahlzeit in die Runde. Hallo. Hallo, Jupp. Oh, Mahlzeit, das Moment. Herr Fiedler, wenn ich Ihre Stimme schon wieder höre, da geht's mir gut. Alle mal im Kreis aufstellen. Im Kreis aufstellen, schönen Kreis machen. Frau Ehrlich, Sie ebenfalls. Wenn wir es an der Hände fassen, ja, kein Kreis. Schönen Kreis, alle an die Hände fassen. Herr Schlag, Sie gehen nicht in die Mitte. So. Na komm her, Harry, gib mir deine Hand. Ja, schön Händchen halten. Und jetzt singen wir alle piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Das war aber nicht synchron, nochmal. Okay. 3, 2, 1. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Okay, in diesem Sinne, Herr Friedrichsen, bitte. Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich allen zusammen. Hallo, Herr Friedrichsen. Das hat sich mal Friedrichsen. Ja, jetzt muss nicht. Wir müssen jetzt nicht jeden Tag in einem. Oh Gott, ey, wie ein Kindergarten. Moin, Peter! Mahlzeit! Mahlzeit! Peter! Ja, nun sagen Sie doch mal, was haben Sie denn für einen für Sorgen? Die Stadt hat sich mal wieder was Tolles für uns alle ausgedacht. Wissen Sie, was das hier ist, Peter? Herr Friedrich? Das ist die Selbsthilfegruppe für gescheiterte Landwirte. So, jeder, der jetzt noch einmal irgendwie den Herrn Friedrichsen stört, kriegt von mir einen Taser. Okay, einmal kurz auf meine Hand schauen, das ist der Schweigefuchs. Wollte schon immer mal einen Taser haben. Oh, der Schweigefuchs. Aber nicht in die Hand, sondern in den Popo. Schweigefuchs. Nee, Karl, der war gut. Schweigefuchs. Ich sag, dass sie drauf stehen, das ist natürlich klar. Ich wollte einen Taser haben. Wer noch was sagt, kriegt einen Taser. Oh, den nehme ich an, das Angebot. So, kannst du dich jetzt mal zusammenreißen, dich mal eben benehmen, damit wir hier die Story durchkriegen, oder was? Unfassbar, ey, lustig. Oh, nee. Also, seit wann sind Sie erwachsen? Ja, ich würde gerade sagen. Ja, also, sowas geht doch nicht. Da bepimmelt er sich, weil ich hätte schon immer mal einen Taser. Ey, Fritz, du guckst mal los. Ey, Friedrichsen, ich hol schnell einen Lautsprecher. Moment. Danke. Ich mag den Karl. Alter, ey, guck dir mal gerade oben und unten aus der Hose raus und hat die größte Klappe hier. So, Herr Friedrichsen, steigen Sie mal ein, dann können Sie den Lautsprecher nutzen. Ist das so eine gute Idee bei den Pferden? Der verehrte Gemeinde, hört mich denn jetzt jeder? Warum schreist du denn so? Ja, ich bin unruhig. Da kann ich ja jetzt den Lautsprecher wieder ausschalten. Hä? Was hat der gesagt, Fritzel? Au. Ja? So, kommt aber, lasst mal den Peter anhören. Wir haben uns mal wieder was Schönes überlegt. Und zwar haben wir uns gedacht, wir veranstalten mal eine Schnitzeljagd bei uns. Ey, Schnitzel. Bin ich dabei, Essen ist immer gut. Sie kriegen gleich alle von mir, also wir sind aufgeteilt in 4 Teams. Und zwar ist das wie folgt. Wir haben Team 1, der Hof Fritzel, das wäre quasi der Fritzel, der Ole Blum und der Fritzel seine Mutti, die Frau Maslochow. Das ist auch noch zu. Dann haben wir das Team 2, das ist das Team Landhandel mit dem Herrn Blum, dem Herrn Hafer und dem Jupp. Dann haben wir das Team 3, das Ehrlich-Team, das sind die Ehrlich-Geschwister, quasi Frau Ehrlich, Frau Ehrlich, Frau Ehrlich. Wie bitte nochmal? Frau Ehrlich, Frau Ehrlich, Frau Ehrlich. Gesundheit. Und dann haben wir noch das Team 4, das ist alles ein bisschen bunt durchgemischt. Da haben wir einmal den Herrn Schlag, den Herrn Paul Mulder, den kennst du ja noch vom Ringelehof unten. Und den Raimund Ringele. Paul Mulder, wer war denn das? Na, der war auch mit vor Ort, als der Hof unten zum Verkauf stand. Der Erfinder der Muldenkipper. Servus, Paul. Aber nee, warte mal. Haben Sie eine Kollegin, die Scully heißt? Nee, das ist der andere Kollege. Der hat nur wir sind noch ein Namenswetter. Das ist die Mogus vs. Brösingung. So, das Ganze läuft. Wer ist der Rolf? Wer ist jung? Das ist die Mogus vs. Brösingung. Was, der Emote ist im Friesen jung? Der Mulder. Sehe ich das richtig, dass wir jetzt die Schweinejagd haben? Ne, Schnitzeljagd. Ne, sag ich ja. Das Ganze läuft wie folgt ab. Sie kriegen jetzt dann alle von mir Bilder ausgeteilt. Auf diesen Bildern sind Orte zu finden, die in Schwatzing sind. Das ist quasi, wie gut kennst du Schwatzing? Ach du Scheiße. Wenn ich Ihnen das geben würde, natürlich, wie gut kennen Sie Schwatzingen, ne? Ja, genau. Sie sehen hier hinten Pferde, die hat uns die Frau Hansen zur Verfügung gestellt. Diese ganze Schnitzeljagd läuft auf dem Rücken eines Pferdes ab. Pferdeschnitze. Kannst du reiten, Chef? An den Orten, die Sie finden müssen, sind Schilder platziert, auf denen Buchstaben stehen.
Das alles dann gibt zusammen ein Lösungswort, was sie dann zum Schluss rausfinden müssen. Sie haben für die ganze Aktion 20 Minuten Zeit, um alle Orte zu finden. Abkürzen ist erlaubt. Wege müssen nicht benutzt werden. Nach 20 Minuten treffen wir uns wieder hier vor Ort an der Gemeinde. Sagen alle, wie viele Farben sie gefunden haben. Also die Schilder sind auch farbig. Na? Schreiben Sie sich natürlich auch auf, welche Farbe zu welchem Buchstaben gehört. Also es stehen immer 2 bis 3 Buchstaben auf dem Schild und es hat eine Farbe. Das sollten Sie sich notieren, damit Sie dann auch zuordnen können, wie das Lösungswort ist. Pro Farbe, die ihr gefunden habt, also wenn ihr, es sind insgesamt 5 Schilder versteckt hier in Schwarzing. Also 5 Bilder kriegt ihr dann. Wenn ihr alle 5 gefunden habt, habt ihr pro Schild 30 Sekunden Zeit, um das Lösungswort zu finden. Und dann schauen wir mal, wer quasi als erstes das alles hat. Darf man sich aufteilen oder muss man im Team bleiben? Sie können das untereinander ausmachen, wie sie wollen. Sie können sich aufteilen, sie können im Team bleiben. Sie kriegen die Bilder jetzt sofort von mir per S-Mail zugeschickt. Moment, mein E-Mail-Programm ist nicht das schnellste. Aber was halten Sie denn nicht von einer Schnitzeljagd, sondern wenn wir mal eine Fritzeljagd machen? Das können sie dann untereinander machen, sowas. Also deine Witze waren auch mal besser. Die waren ja überhaupt nicht besser. Okay. Aber das wird ja eine langweilige Jagd, so schnell ist der Fritzel ja nicht. So. Du kannst froh sein, dass wir hier das Ding machen, sonst würde ich mit einsteigen. Aber wenn ich hier loslege, geht das hier nie los. Aber ganz ehrlich, was bei denn? Dem Namen deiner Mutter hast du doch mindestens 20 Geschwister. Nee, 2 noch. Ah, oh, krass. Einer davon bist du. Ich glaube kaum, Tim. Das glaube ich kaum, Tim, Junge. Nichts gegen dich, Hildegard, ne? Alles gut. Also, so, Herr Fritze, Sie dürften bei Esme das erste Ihr Paket gefunden haben. Ja, habe ich gefunden. Wenn alle dann ihre Bilder haben, werden wir dann quasi gleichzeitig aufsitzen und losreiten. Herr Manus, Sie müssten jetzt auch bekommen haben. Ja. Moment. Im Post war es auch nicht das schnellste. Ja, habe ich. Oh. Das ist quasi nochmal komprimiert. Ach so, Sie noch mal... das ist ja im Postfach, das ist ja verrückt. Ja, ist verschlüsselt, damit auch jeder dann, ne, damit das nicht nach außen gelangt. Versiegelte Umschläge quasi. Ja, verstehe ich. Moment, dann muss ich das einmal so machen. Würden wir nur kurz, hier haben wir das. Dann haben wir das. Dann haben wir Herr Schlag, Sie müssten auch was bekommen haben. Ja. Gut. Dann braucht man nur noch die Ehrlich-Geschwister. Die müssten auch was bekommen haben. Da ist sie gerade geoutet. 30 Tage Testversion WinRAR. Sind die denn schon abgelaufen? Hast du ist seit 2 Jahren, Digga. Nee. Ich hab's an die Frau Eilig geschickt. Ja. Ich übernehme mal. Ist nur nicht die schnellste, die Frau Eilig, ne? Deswegen. Doch. Aber ich wann geht's denn los? Haben wir jetzt alle ihre Bilder bekommen? Zumindest die, ja. Ich sag mal, Köpfe von den Teams? Ja. Und die brauchen nur welche, ne? Ich würde das dann... im Zuge nochmal, also ihr könnt euch nochmal kurz beraten, ich sag mal für 2-3 Minuten und dann wird es direkt losgehen. In der Zeit sollte ich dann die anderen alle verschickt haben. Werden die Pferde noch zugeteilt oder können wir uns einfach welche nehmen? Ihr könnt euch welche aussuchen. Welche? Nur kurze Info, wenn wir schon alle da sind. Mein Pferd hat einen Anfall. Wenn wir schon alle da sind, mal kurz zuhören. Wie Sie sehen, Herr Manus. Na gucken Sie doch mal. Ja, dann beruhigen Sie das Pferd halt einfach mal. Ruhig, also, Sie sehen ja das rote Fahrzeug vom Herrn Schlag, das ist von der Feuerwehr ein neues Fahrzeug, ne? Genauso wie von der Polizei eins angeschafft wurde für Such- und Rettungseinsätze, damit sind wir mehr geländetauglich, ne? Damit Sie mal Bescheid wissen, falls ich oder der Schlag mit Fahrzeugen in dieser Art rumfahren, nicht wundern, das sind Gemeindefahrzeuge. Platz 1 gibt 50%. Okay, mein Fährtein-Anfall ist vorbei. Frau, tschüss, Frau Weking. Viel Spaß. Eine E-Mail schreiben. Ich habe Ihre E-Mail-Adresse. Ich gebe mal einen Zimmerwürfel. Schau mal. Guck schon mal mit. Aua. Ja, pass auf hier.
Kommt schon mal mit, Harry und Jupp. Lasst uns kurz beraten. So, lass uns auch mal gehen. Ich weiß nämlich alle Orte. Ziehst du? Wohin gehen wir? Ein bisschen im Schiff. Ah, da hinten. Wir gehen Fritzelhof. Also ich würde sagen, wir bleiben zusammen, oder? Ja. Einer, pass auf, ich habe die Bilder. Ja, der braucht mir das ja Patrick gar nicht schicken. Ja, ich habe da zwar auch jetzt bekommen, aber bis statt Uffarbe und die sind da. Ich sehe es aber, was du hast. Hildegard, weißt du, wo hier in Schwarzingen der Leuchtturm ist? Nee. Wenn er noch so ist, wo er ist, ja. Weißt du, wo in Schwarzingen die Hackschnitzelannahme ist? Also Annahme. Nicht Hackschnitzel, Sägewerk oder was? Ja. Sägewerk. Ist das Sägewerk oder ist das das, Scheiße. Gute Frage. Die steht ja nichts da. Okay, einer müsste auf jeden Fall zum Leuchtturm dort die Farbe holen. Ich hol beim Leuchtturm. Okay. Hildegard. Weißt du, wo der Bauhof ist? Lass mich doch mal vorbei hier. Der müsste da, wo der alte Land... Ach, da war es ja noch nicht hier. Weg rum. Bei der Kiesgrube. Weißt du, wo die Kiesgrube ist? Ja. Da oben drüber. Da ist der Bauhof. Bei Feld 42. Bei wo? 38? Feld 38, genau da drunter. Genau, ja. Dort müsste eine Farbe sein, wenn du dorthin reitest. Okay. Alter. Und ich reite zur kleinen Kirchhaus, weil das kenne ich, weil da habe ich, wo ich am Anfang nach Schwarzingen kam, da habe ich Korn geklaut vom LU. Ich weiß, wo das ist. Und dann, das sind ja 5 Bilder, ne? Ja, und die anderen, eins ist direkt hier um die Ecke, das werde ich sofort holen. Okay. Ich reite zum Leuchtturm, ne? Es geht doch noch gar nicht los, oder? Genau. Ach so. Ich hab dich gerade nur auf der Karte gesehen. Sorry, ich komm zurück, alles gut. Alles gut, ich bin wieder da. Freezy? Ja? Was ist mit dir, meinen Blumen? Ja, ich komme wieder zurück, alles gut. Er dachte, das geht schon los. Ach so. Herr Friedrichsen, das hat sich geklärt. Tun dann alle nochmal kurz zusammen besprechen und dann gebe ich den Startschuss. Ja. 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 So. Ich gehe jetzt. Es müsste hier vorne irgendwo sein. Hier. Dann gehe ich hoch zur Pelletsfabrik. Da müsste die nächste Farbe sein. Sie geht zum Bauhof, da ist die dritte Farbe. Ole beim Leuchtturm, die vierte Farbe. Und genau hier. Nee. Ich gehe hier. Der Leuchtturm ist noch da, wo er immer war, oder? Dann hier. Und dann nach hier oben. Ja, der ist noch da, wo er immer war. Beim Apfelding da, ne? Irgendwo. Ja, wenn ihr die zwei Farben gefunden habt an den Höfen, dann reitet ihr hoch zur Pelletsfabrik. Okay. Da ist die nächste Farbe. Und ich hol mir hier unten direkt eine und hol mir dann die an der Kirche. Und dann müsste ich auch zur Zeltstoff hochkommen. Und dann haben wir alle Farben. Okay. Okay, dann gehen wir wieder runter. Sorry, ich hab gedacht, ging schon los. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.